Ubisoft präsentiert. Oase von Siva, 49 vor unserer Zeit. Ptolemaios, Pharao. Ein Jahr später an der Knickpyramide. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir werden dich finden. Bujek, der Reiher. Wir werden dich finden, wenn du schläfst! Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva. Hypatos, Rudiks Leibwache. Und damit, liebe Leute! Er hat mich für tot gehalten! Das war ein Fehler! Dein Herr war ein Mörder! Ich habe ihm die Treue geschworen! Das ist eine Frage der Ehre! Ich bin der Magi aus Siva! Dann bist du ein würdiger Gegner! Du magst schnell sein, Magi. Oh oh. Von uns als Grab dienen. Mögest du es sein. Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Da kriegst du halt auf die Socken, mein Freund. Oh, tschüss. Anubis erwartet dich. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Origins. Entschuldigung. Dem neuen Assassin's Creed Ableger, den ich mit euch gemeinsam spielen werde. Und überhaupt erstmal spielen werde. Ich glaube, ich habe so viel nicht gemacht tatsächlich damals. Jetzt wollen wir das ganze Ding angehen. Jetzt wollen wir das ganze Ding durchziehen. Und ich brauche einen Weg in einen anderen Raum.
Warte. Nehmen wir mit. Schwere Keule. Und komm mit, mein Freund hier. Na top. Tschüss. Ich brauche kein Mensch hier. So, haben wir sonst irgendwas? Nö, ne? So, müssen wir mal gucken, wo wir hier überhaupt weiterkommen. Oder wie wir überhaupt hier weiterkommen. Da. Ja, wie gesagt, Assassin's Creed Origins wird der nächste Teil werden, den ich bei euch, mit euch gemeinsam auf meinem Kanal spiele. So viel haben wir gar nicht gespielt damals. Ich habe das auch wieder gelöscht, war nur 4 Folgen. Und jetzt gehen wir das ganze Ding dann auch mal. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Rest durchqueren. So. Na denn. So, meine Fackel. So, scheinbar brauchen wir jetzt gerade erstmal nichts weiter. Keine Waffe, sondern erstmal nur die Fackel. Das ist eh erstmal nur alles hier Tutorial, bis was dann irgendwann übernächste Folge wieder so beziehungsweise überhaupt erstmal richtig losgeht hier. Nee? Das wird, wie gesagt, nur einfach jetzt erstmal ein Tutorial sein. Hep. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Okay, so irgendwelche Sachen, die man einsammeln kann. Aber erstmal eine Truhe. 5 Goldmünzen. Naja, mein. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen wieder in ein neues Projekt oder einen neuen Teil überhaupt reinfinden. Ah, hier sind noch Sachen. Vergib mir, großer Amun. Nochmal 7 Dings. Okay, das ist tatsächlich, ja, so ganz sauber ist es nicht, wenn man eine Grabstätte oder eine Pyramide oder was auch immer plündert, ein Pharao-Grab. Ja, das kann auch durchaus mal ein bisschen schief gehen, aber wir werden es halt irgendwie angehen. Keine Sorge, ich gucke mich hier gerade nur mal ein bisschen um. Ist da hier nicht irgendwo gerade irgendwas noch? So was sich befindet, wo, was ich brauchen kann. Hört sich wenig, sehe ich gerade. Wow. Die Reichtümer der Vorfahren. Okay. Ja, wie gesagt, es ist durchaus mal ganz wichtig, sich ein bisschen umzugucken, mal Sachen mitgehen zu lassen. Gehen wir mal den Animus-Effekt, heißt das Ding, glaube ich. Also, in Assassin's Creed Black Flag ist es ein Adlerauge. Aber es ist ungefähr dasselbe in Grün. Boah. Davon sind noch mehr Teile. Alles mitnehmen bei Geld. Kann man vielleicht immer mal gebrauchen. Ja, das wird auch wieder ein reines Story-Let's Play werden. Ich denke mal, allzu viel Nebenquests werden wir gar nicht machen, sondern erstmal nur die Hauptstory. Ich werde jetzt ein bisschen Assassin's Creed spielen, ein bisschen mehr Teile mitnehmen. Aber wie gesagt, mal gucken, was danach kommt. Aber jetzt erstmal mit euch Assassin's Creed Origins. Eventuell gehen wir danach nach Odyssey. Aber schauen wir erstmal hier. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen was mit euch vor. Wie lange dieses Let's Play ist, ich habe noch keine Ahnung. Warte mal kurz da. Gut, und dann schauen wir erstmal so ein bisschen was mitgenommen zu haben. Und da ich tatsächlich zumindest ein bisschen von den Anfang reingeguckt habe, weiß ich ungefähr, wo es da geht. Jetzt muss ich gerade aber nur gucken, wo ich da wieder hinkomme. Hier, hat der Gang. Hier geht es nämlich weiter. Über diese Säule hier.
Ja, Black Flag war ja überhaupt mein erster Assassin's Creed Teil, den ich auch komplett durchgezogen habe. Bisher haben wir ja noch nicht alles durchgezogen, sondern nur halt erstmal nur diesen Teil hier. Also Black Flag. Was auch wirklich geil war. Es war auch durchaus zwar frustrierend am Ende, wie gesagt, wenn ich das schon im Feedback so gesagt habe, also wenn du Dialoge 10-mal hintereinander hörst, aber es hat dann doch am Ende relativ viel Spaß gemacht. Muss ich sagen. War eine schöne Story, hat extrem viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's erstmal weiter hier, wie gesagt, mit. Nicht verwechseln. Origins. Wir sind im alten Ägypten. Odyssee spielt zum Zeiten der Wikinger. Wikinger? Ja, so Drehung, ja. Ja, doch, Wikinger, ne? So, ich guck mal gerade hier immer mal wieder einsetzen, weil es kann ja immer mal wieder. Es kann ja immer mal wieder irgendwas auftauchen, was wir vielleicht irgendwie gebrauchen können. Hier sollen wir runterklettern. Wir können auch einfach runterspringen. Also Animus Impuls einsetzen auf jeden Fall. Hier sind wieder ganz, ganz viele Truhen und ganz, ganz viele. So, hier mal mitnehmen alles. Mitnehmen. Alles mitnehmen hier. Warte mal, hier ist noch was zum Plündern. Das sind wohl immer kleine und große Dings. Hier müssen wir runter. So. Man sollte vielleicht auch nicht überall runterklettern. Das kann auch mal durchaus sein, dass wir rausgehen. Hier ist noch irgendwas. 200 Goldmünzen. So, mal kurz mit der Fackel hier die. Die Spinnnetze wegflimmen. Hier ist aber nichts. Da hinten wäre noch irgendwas. Komme ich da hin so weit? Nee, ne? Ah, okay. Gut, also gut, dann haben wir zumindest das, was man besonders mitgenommen. Okay, mit Kreis kann man sich bücken und wieder aufrecht gehen. Und ja, bevor ihr fragt, also ich spiele tatsächlich die PS4-Version auf der PlayStation 5 von diesem Spiel. So, ich muss nämlich ein bisschen gucken jetzt gerade mal. Wo müssen wir weiter? Wo müssen wir lang? Zu viel zum Thema, ich weiß, wo es lang geht, wa? Hochklettern. Okay, hier waren wir schon mal. Müssen wir da runter oder was? Sieht so aus, ja. Da oben. Licht. Ja, scheinbar. So, die Fackel erstmal wegwerfen. Soll ich die Fackel wegwerfen? Schwachsinn. Will ich die wieder mitnehmen? Ja, ne? Ich brauch sie ja vielleicht nochmal irgendwie. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier rauskomme. Komme ich hier raus überhaupt? Ja, ne? Doch. Warte mal. Ich hoffe zumindest. So, machen wir die Figur darüber.
Sollen wir darüber? Haben wir darüber überhaupt? So. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie komme ich da hoch? Nee. Warte mal. Ich muss jetzt gerade überlegen. Das ist bestimmt da hoch, oder? Warte mal. Ist er dadurch? Ja. Klar. Freunde. Soldaten. War ja klar. So, herzlich willkommen, meine Freunde. Was war das? Schnappt ihn! Still! Hitzefer! Pass auf! Feier! Bist du das? Das ja. ist ein Hinterhalt! Wem sagst du das? Da drüben ist Tschüss. Er! Tötet ihn! Tötet seinen Freund! Ich kümmere mich um den Menschheit! Du solltest doch tot sein! Bin ich aber nicht! Du musst sterben! Dafür sorgen wir schon! Tschüss. Ja, jetzt in R2, da kann man alle links setzen. Aber wir haben gerade mal kurz die Soldaten eben weggemäht. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten ja eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, ha? Es waren Monate. Du hast einen Bart, ha? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Reiher. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? So, Folge Hepzifer. Haltet. Ah, da ist es. Da bist du ja, Junge. Dann mal los, Seni. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fort bin? So. Ah, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Oh. Aber die Soldaten aus der neuen... Du bewegst dich wie eine Schildkröte. Na und? Eine Garnison in... Warte mal, ich hatte das nämlich irgendwo gelesen gehabt. Ausrüstung, warte mal. Nahkampf, hatte ich doch irgendwas bekommen? Schwere Keulen, Qualität 6. Streitkolben. Okay. Sorry, ich muss gerade nur ganz kurz was gucken. Ah, nee, warte mal, das war anders geplant. So, warte mal. Warte mal. Die Oase. Gut, das ist eh klar. Kann ich nicht irgendwo... Warte mal kurz, ich muss ganz kurz was gucken. Ah, hier haben wir die ganzen Leute. Der Witter, der Geier, der Ibis, der Reiher, der ist ja tot, der Runjek. Und die Schlange. Okay. Perfekt. Das war eigentlich der Gedanke dahinter. Also, ich kann mal keine automatische Leute laufen lassen. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht, ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Seni. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Hm.
Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Und damit herzlich willkommen, Siva. Dafür gibt es 25 Erfahrungspunkte. Können wir uns natürlich noch relativ wenig verkaufen. Haben Sie den Reiz? Entschuldigung. Eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben. Täuschen meine Augen mich? So, die lassen wir mal kurz alleine laufen. Schöne Gegend auf jeden Fall. Ich war noch nie in Ägypten tatsächlich. Vielleicht irgendwann mal. Aber mein nächstes großes Reiseziel wird ja im August sein. Da werde ich ja für 5 Tage in die Schweiz fliegen. Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Und dann soll er nach Mexiko kommen. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur, stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, warte. Sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Ah, mein Heim. So. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Nicht. So. Gut. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Bitte was? Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich hab mich um dich gesorgt! Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte, Prellungen! Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Na dann, versuchen wir es doch mal. Warte mal, ich muss so ganz gucken. Ich muss mich ein bisschen daran zielen. Auto-Aim und so ist nicht, wahr? Blub. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Ja, ich könnte das auch schon irgendwie hin. Bumm. Gut. Hepzifah! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt! Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst! Hinterhalt vorbereiten! Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. So, dann.
So, Entdeckung. Der Gegner hat dich entdeckt, wird sich nähern und dir so auf den Grund gehen. Drücke Dreieck, also Kreis, um sich hinzuhocken und wieder aufzustehen. Was war das? Wer ist Nicht. Da? Bleib unten. Vor allem, man sieht uns ja nicht, ne? Was? So, niederschlagen. Gute Nacht, mein Freund. Jetzt erledigen wir den Rest. Das machen wir doch mal. Ich brauche nicht mal Pfeile. Damit wird er nicht rechnen. Bist du hier? Gute Nacht. Wir wollen nur... So, gehen wir mal ins Haus rein. Ah ja, du machst das schon. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Ihr wird ihn keiner sehen. Die glauben, sie könnten uns überrumpeln. Sei leise. Ich bin doch schon da. Ja, gut, das ist doch toll. Der steht natürlich jetzt einfach nur hier rum. Aus jeder Richtung kommen. Gute Nacht. So, irgendwo steht wohl noch einer in 15, 20 Meter weg. Und dann noch weiter. Scheiße. Gute Nacht. Hat sich ja voll gelohnt gerade. Mal kurz. Es war natürlich total schlau, da jetzt mit reinzugehen, aber ich kann mal gucken. Frage, wie weit stehen die beiden aneinander dran? So, wir machen mal. Stopp, ich bin dir näher, als du denkst. Gute Nacht. So. Hab's vergessen, wir gehen mal kurz. Ah. Okay. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zur Hepzifa zurück. Oder machen wir nächsten, nehmen wir diese Folge. Wir machen die Mission noch zu Ende. Aber, naja, wie gesagt, vielleicht kleinen Break. Geht gleich weiter. So, wir kehren zur Hepzifa zurück. Ich muss zwischendurch mal einen kleinen Break machen, weil sonst die Folge zu lange dauert, sonst wird die Datei zu groß. Aber hier läuft es weiter und ich schneide euch das wieder zusammen, wie wir es bei Black Flag auch gemacht haben, wo wir dann Folgen haben, die am Ende nur eine Stunde gehen. So werde ich das hier ähnlich auch zusammenschneiden. Ich versuche missionsweise die Folgen zu basteln. Das und dann sind wir da bei Hepzifa. Ich sagte doch, diesem Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Midunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Wie du, Namun, der Ibis. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an!
Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. So, und damit sind wir fertig mit der Quest, die Oase. Und wir springen auf Level 2. Haben wir einen Fähigkeitspunkt. Noch einen. Neue Quest. Das Orakel. So, das machen wir auch natürlich. Ach, das war, nee, Aufrüsten ist das erste. Okay, das machen wir als erstes. Das falsche Orakel ist danach dran. Weil dann nochmal Level 5 sind. Wir sollen erstmal einen Brustschutz herstellen. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Gut, wir müssen jetzt Leder sammeln. So, warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz eben meine Fähigkeiten. Obwohl, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Die Mission heißt dann Aufrüsten. Bis dahin. Tschüss.